Wir, das sind Dr. Cordes, Dr. Basse, Professor Gottschlich und ich, begrüßen die Leser der Landeszeitung in unseren neuen Räumlichkeiten, die wir im November 2012 bezogen haben. Wir sind hier im Ärztehaus in der Waldstraße in Rendsburg und wir bieten Ihnen heute die Gelegenheit, HNO Med Nord auf 3 Etagen kennenzulernen. In unserer Praxis haben wir verschiedene Schwerpunkte. Dazu gehört chirurgische Versorgung der Patienten. Wir haben die allergologische Diagnostik und Therapie. Wir verfügen über eine Tinnitus-Spezialsprechstunde. Wir haben einen Schlafscreening, das heißt, wir können Patienten herausfiltern mit einer Schnarcherkrankung. Wir haben einen sehr hohen Grad einer Spezialisierung erreicht bei einem breit gefächerten allgemeinen HNO-Angebot. Wir zeigen Ihnen in der 2. Etage unseren OP-Bereich. Das sind 2 moderne Operationssäle, die wir seit Mitte Dezember bezogen haben. Wir operieren im Jahr ca. 800 stationäre Fälle und ca. 500 ambulante Patienten. Zu unserem Operationsspektrum gehören die ganz normalen HNO-Eingriffe wie die sogenannte Polypenentfernung, die Mandelentfernung, Nasenoperationen. Wir führen sämtliche Operationen im Ohrbereich durch und wir entfernen auch Lymphknoten oder Speicheldrüsen zum Beispiel. Im 3. Stockwerk befindet sich unsere Station. Das ist völlig neu, dass wir in einem Haus die Praxis, OP und Stationsbereich haben. Auf unserer Station werden Patienten 2 bis 4 Tage stationär betreut. Das hängt von der Größe des Eingriffes ab. Wir zeigen unsere Praxisräume, die sich im 1. Stockwerk befinden. Wir haben 3 Hörkabinen eingerichtet. Wir werden Ihnen zeigen, wie ein Hörtest durchgeführt wird, wie ein Neugeborenen-Hörscreening durchgeführt wird. Wir haben einen Raum für Otoneurologie. Wir haben einen Raum für allergologische Untersuchungen und wir werden Ihnen zeigen können, wie man einen Geruchstest macht. Wir werden Fragen beantworten, die sich daraus ergeben. Dass man sich, glaube ich, hier sehr wohlfühlen kann. Das habe ich mitgenommen in erster Linie. Diese freundliche Aufnahme ist schon einmal ganz toll. Unheimlicher Fortschritt für Rendsburg. Wunderbar für die Patienten, nicht nur in Rendsburg, sondern in der ganzen Umgebung. Also empfehlenswert. Wir fanden die Veranstaltung total interessant, sowohl für uns wie auch für die Leser. So hoffen wir auf jeden Fall. Es hat uns allen mächtig Spaß gemacht, unsere neuen Räumlichkeiten zu zeigen, alle hier zu begrüßen und zu zeigen, was HNO-Heilkunde ist und was wir machen können.